was soll das denn, ey? Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testyboy. Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Herzlichen Glückwunsch erstmal an alle Gewinner, die gestern gezogen wurden. Wenn ihr das Video jetzt seht, ist die Deadline abgelaufen. Alle, die sich bis jetzt leider nicht gemeldet haben, haben natürlich immer noch die Chance zu gewinnen. Allerdings haben alle anderen jetzt auch wieder die Chance, die ganzen Sachen zu gewinnen. Ihr könnt jetzt wieder fleißig bei den alten Videos unter die Kommentare schreiben und könnt dann mit etwas Glück gezogen werden. Alle, die jetzt gewonnen haben und sich nicht gemeldet haben, können natürlich potenziell auch wieder gezogen werden. Das heißt, der Wishchamber geht weiter und ihr könnt natürlich weiter das gewinnen, was nicht weg ist. Was weg ist, erwähne ich im nächsten Video und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Produkt. Heute mal wieder Textilien. Ich hatte ja einmal die Schuhe und jetzt habe ich mal was Neues bestellt. Das Paket kam super schnell an. Also es hat wirklich nur 2-3 Tage gedauert, dann war es da. Ich sehe jetzt aber hier, das kommt auch aus Frankfurt. Das heißt, nicht aus China, sondern aus Frankfurt. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir packen einmal aus. So, hier drin soll nämlich sein, eine Jacke. Ich hoffe, die Passgenauigkeit stimmt. Ich bin sehr gespannt. Gekostet hat die Jacke so viel. Und ja, also ihr seht, verpackt in Plastik, in so einer Tüte hier, die irgendwie schon auf ist. Ich weiß nicht warum. Der Zoll hatte eigentlich seine Griffel da nicht in der Hand, weil das Paket aus Deutschland kam. Jo. Und so sieht das Ganze aus. Erster Eindruck, schon mal gar nicht so schlecht. Es riecht zumindest schon nicht nach Plastik, nicht wie bei den Schuhen. Die Schuhe waren ja katastrophal. Das Video verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Da ist übrigens noch kein Kommentar drauf. Also falls ihr die Dinger gewinnen wollt, schreibt unten drunter einen Kommentar und schon könnt ihr bei der nächsten Ziehung die Schuhe haben. Kommt aber zur Jacke. Ich habe die Jacke jetzt in Größe L bestellt. Das müsste mir eigentlich passen. Ich würde sagen, wir machen die Jacke einmal auf. So. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben schwarz Polyester mit irgendeinem komischen Logo. Hier unten steht noch Yes. Oh moin. Der Waschzettel ist komplett auf Chinesisch. Das Einzige, was ich erkennen kann, ist 30 Grad waschen. Andere nicht bügeln. Ja, moin. Das muss ich sagen, auf den ersten Eindruck macht die Jacke eigentlich einen ganz guten Eindruck. Wir haben einmal Taschen. Ich würde euch gern sagen, aus welchem Material das ist, aber das kann man leider nicht lesen, da der Waschzettel wirklich nur auf Chinesisch ist und ich bis jetzt auch noch keinen anderen gefunden habe. Genau, wir haben einmal links und rechts eine ganz normale Hosentasche. Dann haben wir hier oben noch so eine Obertasche oder was weiß ich, wie das heißt. Dann haben wir hier eine Kapuze. Kapuze ist mit einem Reißverschluss befestigt. Das heißt, die Kapuze ist abnehmbar, was ja wirklich schon mal geil ist. So, Kapuze ist also komplett abnehmbar. Das heißt, man kann die Jacke auch gut ohne Kapuze tragen, hat dann nur den schönen Kragen. Das finde ich wirklich in Ordnung. Wir haben innen noch eine Tasche. Hier haben wir... was ist das denn? Ich habe die Jacke in L bestellt und jetzt guckt mal, was hier steht. XXL. Wollen die mich verarschen? Die passt mir doch dreimal. Besser für euch. Ja, ich würde sagen, ich probiere sie trotzdem an, auch wenn es jetzt nicht meine Größe ist. Was soll das denn, ey? Ich habe schon mal was bei Wish bestellt und zwar eine Festplatte. Das hatte jetzt nichts mit dem Video zu tun, sondern ich wollte einmal gucken, ob das was für mich ist für den Preis. Und da habe ich auch 80 GB bekommen, wo ich 240 bestellt habe. Ich habe es reklamiert und habe das ganze Geld zurückbekommen. Das ist ja schon mal gut. Aber hier ist ja wieder, ich habe L bestellt und kriege XXL. Ich würde sagen, einmal Anprobe. So, ich mache die Kapuze einmal ran. Und ja, ich weiß, ich bin ungebügelt. Meine Jacke ist sehr knitterig. Passiert halt. Ich mache die Kapuze einmal ran, damit wir auch die ganze Jacke, also die Jacke im Ganzen haben. Falls ihr mein Video vorgestern gesehen habt, habt ihr ja gesehen, ich habe noch eine Jacke bestellt. Ich hoffe, die kommt wenigstens in der richtigen Größe. So, und ich würde sagen, am Probe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, die Jacke ist wirklich XXL, ist kein Fehler. Die ist mir jetzt natürlich viel zu groß, obwohl es geht ja sogar fast. Erster Eindruck, sehr komfortabel. Das ist hier auch wirklich gut gepolstert. Ich würde sagen, einmal schließen das Ganze. Die trägt sich gut. Also, no problem. Ich habe keinen Plan, ob sie mir steht. Das sehe ich nachher im Schnitt, weil ich sehe mich nicht.
Ja, also wir haben hier wirklich die Jacke. Sie sitzt echt gut. Also, sie ist mir jetzt einen Tacken zu groß. Aber, ja, trägt sich gut. Was soll ich jetzt sagen? Also ich glaube, als mit der Jacke könnte sie gut warm halten. Sprich nichts gegen, die Taschen sind super Höhe. Dann haben wir hier die eine Tasche noch, wo man Portemonnaie oder ähnliches reintun kann. Wir haben hier eine Innentasche mit sogar einem IC-Karten-Dingsbums und eine andere Tasche. Und erster Eindruck, wirklich top. Kann ich nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns die ganze Verarbeitungsgeschichte nochmal genauer an. Also, Anprobe war ja wirklich gut. Ich habe jetzt wirklich ja leider eine Nummer zu groß bekommen. Aber ich würde sagen, das macht nicht so viel aus. Kommen wir einmal zur genauen Verarbeitung. Ich habe jetzt den ersten Eindruck einmal gemacht und jetzt gucken wir mal genau die Jacke. Also wir sehen hier zum Beispiel, gucken überall Fäden raus. Genauso wie hier schauen die Fäden raus. Ich habe gesehen, am Ärmel gucken auch überall Fäden raus. Das heißt klar, 100% gute Verarbeitung haben wir nicht. Die Fäden haben sie anscheinend nicht abgeschnitten, denn überall, wo die Naht zu Ende ist, gucken die Fäden raus. Die Kapuze ist eher dünn, also die Kapuze ist schon gut dünn, würde ich sagen. Wir haben hier zwar ein bisschen Polsterung drin, aber nicht so viel. Dann haben wir ja fast 100, oder es sind 100% Polyester, würde ich sagen. Ich gucke nachher nochmal bei Wish rein, aber ich verlinke euch jedes Produkt ja auch immer unten in der Infobox und da könnt ihr sonst auch nochmal nachschauen. Falls ihr die Jacke gewinnen wollt, wisst ihr ja, wie es funktioniert. Abo, Like und Kommentar auf das Video und schon könnt ihr die Jacke gewinnen. Also jetzt ist die Jacke in XXL, das heißt alle XXLer oder vielleicht auch XLer. Für euch ist das ja das perfekte Produkt. Für mich als L-Träger saß die aber schon gar nicht so schlecht. Das heißt, ich würde sagen, sie fällt eher einen Tick zu klein aus. Also eher was für XL-Träger und nicht für XXL-Träger. Ja, sonst, also wir haben hier drin so eine leichte Dämmung, wollte ich gerade sagen. Moin. Ich bin schon im Bausteinmodus. Wir fangen ab übernächste Woche an zu bauen und das wird auch gevloggt. Verpasst das nicht. Es kommen natürlich ganz normale Wish-Samba-Videos und sonntags kommt ein Testvideo von Wish. Das ist natürlich keine Frage. Aber vielleicht testen wir auf der Baustelle auch das ein oder andere Produkt von Wish. Also, Verarbeitung so mäßig, denn überall wirklich die Nähte. Reißverschluss ging super zu. Wie oft, kann ich euch nicht sagen. Er ist zumindest nicht aus Plastik. Also hier ist alles aus Aluminium. Hier oben haben wir ein ganz wenig bisschen Fell im Nacken oder so ein Stoff. Letztlich finde ich eigentlich dieses Männchen hier, das macht einen ganz witzigen Eindruck. Wir bewerten das Ganze, der Tag war lang. Kommen wir zur Bewertung. Fangen wir an mit der Verarbeitung. Ich habe ja schon gesagt, wir haben leider wirklich überall Nähte. Das heißt, ja, überall wo genäht wurde, gucken fast die Nähte raus. Das ist natürlich nicht so schön. Dann haben wir halt 100% Polyester, aber ich glaube, das gehört zu diesem Stil von Jacken auch so. Was hier drin jetzt für Material ist, weiß ich leider nicht. Sie stinkt nicht, das muss man positiv bewerten. Also bei den anderen Klamottensachen oder hier bei den Schuhen zum Beispiel, da bin ich ja fast tot umgefallen, weil es einfach so hart nach Plastik gestunken hat. Hier ging es echt super klar. Ja, die Nähte ist wirklich nicht so geil. Und deshalb würde ich hier 3 von 5 Testis geben für die Verarbeitung, weil an sich ist sie... Also sie wird schön warm sein, aber die Nähte stören halt. Optisch finde ich eigentlich, sieht ganz geil aus. Kommen wir zur Funktionalität / Tragekomfort, würde ich hier jetzt einfach mal sagen. Und Größenverhältnis habe ich bei den Schuhen ja auch schon gemacht. Also Passgenauigkeit bei der Jacke ist nicht gegeben, weil ich habe wirklich jetzt XXL hier, obwohl ich L bestellt habe. Und... die hat mir schon relativ gut gepasst. Das heißt, 2 Größen größer. Das heißt, ich würde sagen, XLer passt wirklich super rein. Deshalb hier auf jeden Fall schon mal ein Sternabzug. Des Weiteren muss ich sagen, warm. Im ersten Moment hat sie gut warm gehalten. Also ich habe mich sehr wohl in der Jacke gefühlt. Kapuze abnehmbar muss man auch auf jeden Fall einen Pluspunkt für geben. Dann haben wir hier das kleine Nackenpolster, was wirklich auch nicht schlecht ist. Wir haben genügend Taschen. Wir haben 3 an der Außenseite und eine an der Innenseite plus ein IC-Kartenhalter. Deswegen gebe ich hier auch 3 von 5 Testis. Kommen wir zu Verpackung und Versand. Verpackung war wieder mal Plastik, aber Produkt war innerhalb von 3 Tagen bei mir. Deswegen hier für Verpackung und Versand auch 3 von 5 Testis. Das macht ein Gesamtergebnis von 3 von 5 Testis. Also eine glatte 3, wirklich nicht verkehrt.
Und ich würde sagen, nicht lang fackeln. Habt ihr Bock, die Jacke zu gewinnen? Denn ja, nächste Woche ist schon die Auslosung für Teil 2. Das heißt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, drückt auch die Glocke und schreibt unten ein nettes Kommentar und schon könnt ihr die Jacke gewinnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder, wenn es wieder heißt Wishtember. Haut rein, bis morgen. Ciao.